alle Menschen, also alle Fachrichtungen, die sind mit der Heilung des Menschen beschäftigen, egal von welchem Gesichtspunkt, dass sie einander begegnen und unmittelbar hören voneinander, wie erleben sie den Krankheit. Ihr wisst aus eigener Erfahrung, wenn man krank wird, plötzlich aus einem sehr autoritären, selbstbewussten und entscheidungsfähigen Menschen plötzlich ein hilfloses Kind ist. Ja, das ist nichts Krankhaftes, das ist etwas sehr Natürliches, dass man zurückkommt in die früheren Zeiten der Entwicklung. Sie waren alle einmal jung und klein und an Hilfe angewiesen. Sogar das erste Lebensjahr wird gerne als das soziale Mutterleibjahr genannt, weil sie so abhängig sind von der Zuwendung, die uns Betreuungspersonal im Nobeln der Fall sind, dass die Eltern selber ihren Angehörigen machen. Kurzum, wenn sich Leute, die mit kranken Menschen zu tun haben, dann sind die Menschen, die plötzlich nicht mehr selber entscheiden kann. Er kann nur sagen, es geht mir schlecht. Wie gehe ich damit um? Und das erleben die Psychologen, die Ergotherapeuten, eben verschieden, weil sie verschiedene Courage oder verschiedene Erfahrungen oder wo liegen dann die Grenzen? Als erstes ist es immer die Anamnese, das heißt herausfragen, wie das alles angefangen hat. Was waren die Faktoren, die zu diesem Zustand geführt haben? Dann kommt die Diagnose, das heißt, man geht miteinander, eben in der Unterhose, man muss den Kuchen jetzt ausziehen, damit man einander anschauen kann. Und damit, ja, da hat es sich einander anschauen. Das ist richtig, genau. Eigentlich muss ich, stimmt schon, in dem Moment, wo ich mich über meinen weißen Mantel anziehe, muss ich eigentlich alle meine persönlichen Probleme oder meine persönlichen Sorgen oder Belastungen, die ich bis jetzt hatte, die bleiben mit meinen privaten Kleidung. Was jetzt dann kann ich in diesem Bereich Vertrauen eintreten. Wo ich mit jemandem, wenn jemand zu mir kommt und sich mir irgendwie. Ich lege es, dass ich auch. Es gibt bei mir den naturwissenschaftlichen Strang und es gibt bei mir den psychotherapeutisch-spirituellen Strang, die sich ein bisschen widersprechen. Und ich versuche in diesem Buch, diese beiden Extrempositionen harmonisch zu vereinen und ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich führe ganz kurz aus, der naturwissenschaftliche Strang meines Lebens. Schon in der Mittelschule habe ich mich für Mathematik und Psychologie, die ich 35 Jahre geführt habe, und war immer in Forschungsprojekten integriert, immer in interdisziplinären Teams. Das hat mir ein bisschen den engen psychologischen Horizont aufgerissen. Ich habe gelernt, systemisch zu denken und ein Muster in einer anderen Ebene wiederzufinden. Mein Ausbildender in Psychotherapie hat dann gesagt, was sagst du da? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also, die erste Ausprägung meines Wesens, und das werden Sie auch in diesem Buch hier finden, obwohl ich über Engel schreibe und über Christus und so weiter, ist nüchtern, analytisch. Ich glaube nicht zu niemandem. Ich bin also seit 40 Jahren arbeite in der Heiligen Katholischen Kirche, ich glaube ja nichts. Also, nicht zu niemandem und alles muss ich mir beleidigen. Die Mutter Stefanie hat immer gesagt, wenn ihr nicht täglich eine halbe Stunde betet und meditiert, werdet ihr im Glauben zurückgehen. Seit meinem 19. Lebensjahr mache ich das. Und da ich das in der Früh nicht mehr machen kann, weil ich immer zu spät dran bin, auf Nacht bin ich zu mir, da schlafe ich ein, ich meditiere in der Nacht. Um halb vier, halb fünf in der Nacht, eine halbe Stunde bis Stunde. Das gibt mir die Kraft, die Sie ja sehen, Sie spüren es ja, das gibt mir meine Kraft und gibt mir meine Jugendlichkeit, ich bin heuer 73 Jahre alt. Ich hatte dann meine erste Glaubenskrise mit 25, und zwar
weiß ich, ich habe das im Gottesbild auch beschrieben, wenn man selbst negativ eingestellt ist, projiziert man negative Dinge auf Gott. Und es war Gott für mich ein Rächender, ein Grausamer, vor dem ich Angst hatte. Und mich hat ein toller Pfarrer, der jetzt schon gestorben ist, gesagt, kommen Sie, da gibt es so einen kleinen Kurs, einen spanischen, das war vor 30 Jahren, der Cursillo, und dort habe ich die erste persönliche tiefe Gottesbegegnung gehabt. Die war von einer derartigen Kraft, dass meine Mutter, wie ich nach Hause gekommen bin, gesagt hat, wieso strahlst du so? Und das sind diese drei Stränge meines Lebens, eigentlich der naturwissenschaftliche, der psychologische und das spirituelle. Und ich glaube, ich habe das in diesem Buch ganz gut verbunden. Nun, wie kam ich überhaupt zu dem Buch? Ich habe die Schuleltern und Kinderschaft beobachtet haben, konnten sie auch sehen, dass diese nicht die Sehnsucht gesehen haben und dabei lächelten, sondern knapp an ihnen vorbeischauten, als ob sie dem Schutzengel zulächelten. Ich habe das bei meinem ältesten Sohn beobachtet, wie der knapp nach der Geburt, der hat knapp bei mir vorbeigeschaut und hat gelächelt, wenn man denkt, hinter mir steht so eine Frage. Also die automatischen Phasen sind die Pubertät. Die Pubertät ist die stärkste Umstellung körperlich und seelisch. Wir haben den Hormoneinschuss. Wir sind völlig durcheinander. Wir sind himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Wir verlieren die Familie. Wir verlieren alles, was Grund und Boden. Wir verlieren das Nest. Wir werden hinausgeschossen in die Welt. Und die Männer kriegen, also wir glauben ja, dass der Sexualtrieb auch bei den Frauen über das Testosteron geht. Wir kriegen den Sexualtrieb und wissen noch nicht, wie wir mit dieser Kraft umgehen sollen. Und mir ist schon ganz, ganz früh ist mir schon aufgefallen, dass das Gegengewicht, ich nenne das die spirituelle Sehnsucht, die haben die Jugendlichen von 12, 14 bis ungefähr 18, 21 Jahre gelebt. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, beobachten Sie mal pubertäre Kinder oder die, die mit Pubertären zusammenarbeiten. Ja, die mit Pubertären zusammenarbeiten. Sie sagen dann immer, na so wie Mama und Papa will ich nicht werden. Fressen, saufen, in den Beruf gehen, höchstens einmal im Monat oder in der Woche, je nachdem, was man will. Triebstadt der Mann ist einmal Geschlechtsverkehr, das war's, und Fernsehen. Sie wollen noch zu den Sternen fliegen. Sie wollen noch das ganz andere erleben. Und das wissen alle Sekten, das wissen alle Sektenführer, und bei den Mittelschulen sind früher diese Leute gesessen, die ihnen dann angeboten haben, mit ihnen zu lernen. Da sind sie fassbar, da sind sie zu fangen. Nachher nicht mehr. Im Moment, wenn sie in einen Beruf eintreten, wenn sie Familie gründen, wenn sie, da kriegen sie eine solche Erdung und einen Realitätsbezug, das interessiert sie nicht mehr. Sie haben in der Realität zu kämpfen. Es ist zwar noch da, die Phase des Alters, und hier haben wir dieselbe Situation wie in der Pubertät. Sie haben den Hormoneinschuss. Ich bin doch wirklich nicht ein depressiver Typ. Schauen Sie mir an. Wie ich 50 war, bin ich in Wechsel gekommen. Ich war dann um 50, das, mein Körper hat das auch gleich in der Form wieder reinvoll zu machen. Vorher tun wir schon üben, aber da fallen wir so hinein. Ich habe in meinen Meditationskursen viele Leute, die ab 50 sind, und da sagen immer die Jungen zu den Alten, zu den 60 oder so, so weise wie du möchte ich auch einmal werden. Ein Schönheit. Aber das ist ja schon oft loslassen. Wir sind jetzt in einer gesellschaftlichen Krise. Wir müssen alles Alte, alles, wirklich alles loslassen, zeigt man dann zum Schluss, um für das Neue Platz zu schaffen. Und das muss man auch, in jeder Krise muss man das. Und jeder hat seine persönliche Krise oder es überfällt sie das Schicksal. Auch das ist etwas, was von oben gesteuert ist. Von oben ist gesteuert, wann Sie welche Krise bekommen, damit Sie aufwachen. Also meine Aufgabe im Leben ist es, die Leute, wenn ich in meinen Lebensweg gehe, sitzen immer Leute am Rande meines Lebens und die haben dann so, wer ist das mit mir drin? Meine Eltern und mein Chef und die Kirchen und die Politiker und die Ärzte, ja, und die Ärzte.
Und ich fordere sie auf und sage, steh auf und geh, so viel Zeit. In dem Moment, wo sie gehen, verändert sich alles. Man kann, und was heißt auch in der Bibel, wenn man 77 Mal fällt, das Aufstehen macht uns zum Menschen. Das Fallen gehört dazu. Wie ich das dann fertig gemacht habe, war ich ganz fasziniert von dem, was der Engelmann von mir verlangt hat. Und ich habe, das war das Essen, wo die Triebe und die Kräfte sind, und das Ich muss jetzt mit dem Bein fertig werden. Ich habe die negativen sind die Sachen, die sie erben, zum Beispiel, wenn sie je zwar nicht sind oder notorisch faul sind oder so. Diese negativen Dinge erben sie, handeln sie sich aber auch ein in ihrer Kindheit. Wir versuchen in der Kindheit zu überleben. Und als Psychotherapeutin muss ich Ihnen sagen, es gibt mehr grausame Eltern, als wir glauben. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie die Grausamkeit schon geerbt haben. Und diese grausamen Eltern sagen Ihnen, also zum Beispiel habe ich eine ganz tolle Liebe geglaubt. Das sind die negativen Dinge, die wir uns einhandeln. Und dann bauen wir uns Strategien. Es gibt eine Strategie, dass wir unter den Tisch kriechen und alles machen für die anderen. Selbstlosigkeit ist oft ein Krankheitssymptom. Nichts, was gesund ist, sondern man macht alles für die anderen und vergisst sich selbst. Da sage ich immer, dein Tempel steht oben und ist so vernachlässigt und für die Tempel der anderen kümmert sich. Wir sind verbunden mit einem Bereich, wo alle Mystiker aller Religionen sagen, der Rana sagt, im Grunde der Seele kommt der Heilige Geist. Und die anderen sagen, das Göttliche da ist nur positiv. Und wir haben Einfallsporten, die öffne ich bei der Meditation. Und da strömt Kraft hinein. Und zwar, wir alle sitzen auf einem Atomkraftwerk, mein Leben. Was uns verhindert, diese Kräfte wirklich in Anspruch zu nehmen, sind unsere negativen Aspekte, die wir nicht sehen wollen. Es sind unsere Schatten. Es sind das, wir sind gemein, hinterhältig, jeder ist ein Mörder. Wenn er es noch nicht weiß, ich sage das immer den Priester, die sind ein Patientin. Aber ich sage, wenn sie noch nicht wissen, dass sie ein Mörder sind, haben sie noch keine Ahnung von sich. Überlegen Sie sich eine Situation. Sie haben Kindergartenkinder und Sie können mit einer Pumpgun umgehen. Das heißt, Sie müssen schauen, dass diese negativen Sachen da rauskommen. Es geht sehr schnell. Es gibt tolle Methoden, das zu machen. Und wenn dann das Positive da ist und Sie noch Meditationsmethoden haben, wo Sie, ich brauche 3 Stunden pro Monat, mehr brauche ich nicht, das andere müssen wir ja selber machen. Dann strömt da ungeheure Energie rein. Ich habe meine Meditationsgruppen wissenschaftlich begleitet. Wir haben in 18 Jahren keinen einzigen Krebsfall, keinen Hirnschlag, keinen Herzinfarkt, keine schweren Krankheiten. Schnupfen und Husten haben wir. Wir sind ein bisschen über dem Bodymax-Index, das heißt, wir sind ein bisschen blader als die anderen, aber wir sind auch lustiger. Im Zuge der Befassung mit diesem Thema wurde erst so richtig bewusst, wie wichtig es für uns ist, Projektionen unseres Gottesbildes abzubauen, um unsere Erlebnismöglichkeit zu erweitern. Sonst kommen Sie nicht zu diesem echten Gotteserleben. Ich habe Leute, die völlig ungläubig sind, die haben in der Anfangssitzung, in der ersten Einführung Erleuchtungserlebnisse und Gottesbegegnungen, das ist wie den Atemraum. Sag ich immer, du greifst gleich zur obersten Hierarchie, du gibst die gar nicht ab mit irgendwas drunter, aber es ist unwahrscheinlich. Andererseits ist es für den modernen Menschen notwendig, Bedingungen zu schaffen, die persönliche Gotteserfahrung ermöglichen. Wir reden hier nicht von Religion, ich lehne das Wort auch ab, weil Religion ist etwas, ein von Männern geschaffenes, starres System, das uns in Verhaltensregeln hineinzwingt. Also ich sage immer den Priestern, ihr braucht die Leute nicht in die Kirche führen. Da bleibt mir dann der Mund offen. Ich sage, ihr müsst sie zu Gott führen. Sie haben den Unterschied noch nicht gekniffen.
Ich bin immer in meinem Meditationseinführungskurs bin ich immer wieder erstaunt, wie Kirchen für einen Menschen sofort ein Erleuchtungserlebnis haben, das mit ungeheuren Glücksgefühlen einhergeht. Unvoreingenommenheit ist daher für psychologische und spirituelle Arbeit eine gute Voraussetzung. Wenn jemand kommt und sagt, wissen Sie, ich halte überhaupt nichts von dem, sage ich, wunderbar. Da kam ein Manager und ich mache ja auch Schamanenreisen, wo ich mit Krafttieren arbeite und sagte, jetzt werden wir so easy, ich kann Krafttieren. Sag ich, okay, macht ja nichts, ist jetzt halt nichts. Also und dann frage ich ihn mal und frage den Kerl, sage ich, da haben Sie was gesehen? Sagt, es ist gleich fliegender Hund gekommen. In 18 Jahren habe ich noch nie einen fliegenden Hund gehabt. Und dann hat er gleich fünf andere ich gesagt, Sie haben ganz in meiner Chalet, wieso sehen Sie nichts? Wir wissen nicht, wie unsere Seele wirkt. Aufgabenübung und seit ich das mache, ist die Messe eigentlich gar nicht mehr so wahr. Da gab es eine Brücke und da gab es ein kleines Lichtfilter und da gab es einen Schutzengel, das war immer ein schöner Mann, mit blauen Locken. Und der ist dann hingegangen und hat das ganz schön gemacht. Das war meine Lieblingsvorstellung, damit Sie das machen. Außer Sie sind in Todesgefahr, dann muss es sein. Sie müssen sie bitten. Wenn sie sie nicht bitten, machen sie nichts. Weil sie ihren freien Willen akzeptieren. Bitten sie die Engel. Wir machen das regelmäßig, also ich sitze in der Straßenbahn. Und ich reagiere schon mit Psychotikern. Ich habe mit Psychotikern jahrelang zusammengearbeitet, ich reagiere schon. Sitzt dieser Mist, so ein Junger, und bittet so mit den Füßen. Die ganze Körper, das ist eine Spannung. Und dann diesen Blick, ich habe mich nicht einmal gesehen. Und ich sage zu Michael, sag ich, schau dir den an, kannst du das wirklich zulassen? Du was? Ein Schlag an die Brücke. Es hält nicht lang an, es ist keine Lösung. Aber sie kriegen Hilfen. Sie kriegen Hilfen, die mehr sind als alles, was sie sich vorstellen können. Also ich habe gestern mit meiner Bank, ich habe in Niederösterreich eine Bank, und der Bankdirektor ist von mir auch geschult worden. Ich war gestern mit meinem Mann und seiner Frau in Wien essen und da haben wir so geredet über die Engel. Und er hat gesagt, passt das immer noch? Ich sage immer, mein Schutzengel, wenn ich mit jemandem eine Verhandlung habe, er soll mit dem Schutzengel von anderen kooperieren und reden und sagt, du, das funktioniert wunderbar. Und auch wenn es grauslich sind zu mir, wenn sie mir nicht sehen wollen, das funktioniert bei denen nicht. Also, es gibt Kräfte, deren sie sich bedienen können. Und jetzt sage ich Ihnen, warum sie sich da bedienen sollten. Und wissen Sie warum? Ich lese nicht mehr, damit sie neugierig werden. Na, noch das nächste. Und sind ins British Museum gekommen. Und da gab es einen assyrischen Saal. Es waren nicht diese Bilder, es waren Steintafeln, die so groß waren wie diese Dinge. Und da waren Krieger darauf, in voller Rüstung mit vier Flügeln. Und in Ägypten habe ich auch gesehen Engel, die Seele in den Himmel tragen. Das heißt, die Engelsgeschichte ist viel älter als unsere Religion. Es ist ganz was Altes. Ist der nicht schön? Ja. Der gehört mir gut. Also von dem würde ich mich mitnehmen lassen. Und dann haben wir noch etwas. Ich habe in der katholischen Literatur nichts gefunden über Engel. Es gibt Hierarchien, Engelhierarchien. Und zwar, die oberste Hierarchie ist, die Engel sind zugeteilt den einzelnen göttlichen Personen, also den einzelnen göttlichen Energien. Dem Heiligen Geist sind zugeteilt die Seraphim, die Cherubim und die Throne. Die sind alle, und wenn Sie das nächste gipsen, das ist von der, lassen wir das. Sie sehen, und die sehen Sie dann bei der Hildegard von Bingen, die hat ein Mandala gemacht, das werden wir uns dann anschauen. Die sind rot, orange und gelb. Und man sagt, die werden auch in die Wiener Komödie, die sind alle rot, orange und sind Flammenschwerter, Flammen. Das sind immer, weil die Liebe ja flammend ist. Die zweite Ebene sind dem Schöpfer zugeordnet, die sind vielfärbig.
und die haben die Aufgabe, den Kosmos zu betreuen und den Kosmos immer wieder zu erweitern, dass sie werden immer mehr. Also die haben alle genaue Funktionen wie in einem Großbetrieb. Herrschaften, Mächte und Gewalten. Wir beten ja auch die Herrschaften, Mächte und Gewalten. Und Christus hat Fürstentümer, Erzengel. Die Erzengel sind die Manager der Engel. Und die sind alle weiß. Und wir Strafe.